Konversion, liebe Schwestern und Brüder, dieses lateinische Wort hat bei uns keinen besonders guten Klang. Conversio, also Umkehr, sich selber umzukehren. Wir mögen das heute gar nicht mehr so sehen. Früher sprach man mit einer Selbstverständlichkeit auch in unserer Kirche vom Konvertitenunterricht. Aber heute spricht man eher nur noch abschätzig von Konvertiteneifer und meint etwas ganz Schlimmes. So diese typischen Neubekehrten, die alles ganz genau nehmen. Konversion hat in keiner Beziehung mehr einen guten Klang und dahinter steht die Überzeugung, was soll's denn? Soll doch jeder nach seiner Fasson selig werden? Gibt es noch richtig falsch? Gibt es noch einen wahren Glauben, den Generationen vor uns noch bekannt haben? Gibt es diese Gewissheit noch? Ich denke, nein. Wir haben etwas Wichtiges verloren. Und deshalb ist es gut, wenn wir dieses Fest der Konversion des Paulus heute entsprechend feiern und begehen. Was uns hier als erstes entgegenkommt, ist Fanatismus. Oh, die nächste Schwierigkeit. Das ist ganz außerhalb der Diskussion. Wenn jemand fanatisch wird, darüber kann man gar nicht mehr diskutieren. Das ist einfach nur verblendet, dumm oder besessen. Da benutzen wir dann diesen Begriff noch. Ja, Paulus ist ein Fanatiker. Aber die Konversion besteht darin, dass er seinen Fanatismus erziehen lässt. Manchmal denke ich mir heute in der Kirche oder auch heute, ich war den ganzen Tag bei einem Priestertreffen, gibt es noch einen erzogenen und geordneten Fanatismus, bei dem wir von Eifer sprechen können, dass jemand brennt? Nicht jeder kann ein Paulus sein, aber er hat das erfahren müssen, was es bedeutet, und das gilt ja eigentlich für jeden Priester, ein Gefäß der Erwählung zu sein, ein Werkzeug der Erwählung zu sein. Also sich von Gott bedienen zu lassen, wie man ein Werkzeug bedient, sich ganz in die Hand Gottes zu geben und dann mit Eifer loszuziehen. Und das Zweite neben dem Fanatismus ist die Selbstbeschäftigung, die ist bei uns natürlich sehr ausgeprägt. Paulus ist dir nicht fremd. Wir hören dann in den nächsten Jahren, die Apostelgeschichte strafft das sehr. Zunächst einmal nichts, er verschwindet in der arabischen Wüste. Für Jahre. Bis er wieder in seiner Heimatstadt auftaucht. Und dann langsam von Barnabas aufgegriffen wird und in die apostolische Arbeit eingeführt wird. Selbstbeschäftigung, wenn sie der Klärung dient. Wenn sie sich dem aussetzt, ein Werkzeug zu sein, dass jeder Fanatismus geläutert werden muss, damit am Ende apostolischer Eifer steht. Nicht Ideologie, nicht ein Verkämpfen für dies und das, was die Kirche nur noch mehr spaltet, sondern ein wahrhaft apostolischer Eifer mit Autorität und manchmal auch mit einem deutlichen Wort, die Herde zusammenzuhalten und sie immerhin auszurichten auf Christus, nirgendwo anders hin. Paul, wir wissen, wie weit Paulus ging. Und wenn es ein Engel vom Himmel wäre, der kommt und euch ein anderes Evangelium verkündet, als das ihr von mir habt, schreibt er an die Galater, er sei verflucht. Das sucht seinesgleichen. Viele sagen, ah, da kommt der alte Fanatiker wieder raus. Aber um was geht es? Paulus kann nicht akzeptieren, dass wegen Meinung, wegen Figuren, wegen irgendwelcher Allüren, seien sie klerikal oder von irgendwelchen gruppendynamischen Bewegungen in Korinth, der Leib Christi zerteilt wird, zerrissen wird, in Stücke gerissen. Er akzeptiert das nicht. Aber er sorgt auch dafür, dass der Leib eine Einheit bildet. Deshalb kann er in Korinth auch über einen, der ein Schandfleck des Leibes Christi ist, mit seiner Unzucht, ihn aus der Gemeinde ausstoßen und die Gemeinde auffordern, habt keinen Kontakt mehr zu ihm. Der allerletzte Schritt nach vielen, vielen Versuchen. Aber
ist, die kann nicht zerteilt werden. Es hat einen tiefen Sinn, wenn wir seit vielen Jahren diese Gebetswoche beginnen. Aber wir sollten sie ehrlich beginnen. Und zwar Ehrlichkeit beginnt immer zunächst dann auch im Blick auf uns selber. Wie wir das die Woche mehrfach gebetet haben in dem schönen Text von Guardini. Zu denken, wo haben denn wir Ärgernis gegeben? Wo haben denn wir dazu beigetragen, uns vielleicht vom Gesamtleib entfernt? Für uns Katholiken ist das immer so sonnenklar, wir sind auf der richtigen Seite und dann ist der Rest, der fällt irgendwo so hinten runter. Oder wir biedern uns an bestimmten Seiten an, die eher weiter von uns weg sind. Aber alle Getauften sollen einen Leib bilden. Das ist das, wofür Paulus sein Leben einsetzt. Es ist nicht nur ein schönes Bild. Ich habe das auch heute oft gehört. Ja, das sind ja Bilder, die wir gebrauchen. Wie kann man eigentlich als Christ sowas sagen? Jedes Bild, das wir aus der Heiligen Schrift haben, steht für eine Wirklichkeit. Wir können es halt manchmal nicht besser sagen, aber das Bild bezeichnet etwas, nämlich die Wirklichkeit dahinter. Wir tun so, als würden wir Zeitungsausschnitte ausschneiden und die hinkleben und dann gefällt uns das nach einem Jahr nicht mehr, da muss ein neues Poster hin. Das hat mit dem, wenn das Neue Testament in Bildern spricht, wenn Jesus in Bildern spricht, nichts zu tun. Man muss wirklich in die Schule gehen bei Paulus. Schritt für Schritt. Manchmal auch, wenn sich unser Ärger oder auch manch Positives in Fanatismus zeigt, den man scharf zu nehmen. Müssen wir bereit sein, uns von Gott erziehen zu lassen. Wir hören das aus dem Mund Jesu. Ich werde ihm zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Ohne das wird es nicht gehen. Dieses Werkzeug muss so geschaffen werden, dass es brauchbar ist. Niemand ist aus sich heraus einfach in brauchbar. Paulus wusste das wie kein anderer. Dass die Gnade ein ganzes Leben lang einen formt, einen packt, und wenn man sich packen lässt, nie mehr loslässt. Die Schule des Paulus ist eine Schule der Einheit. Es ist die Schule vom Fanatiker zu einem wirklich apostolisch Eifrigen zu werden. Der und die alles daran setzt für die Einheit des Leibes Christi, der Kirche.